Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Für Wii U. Ihr habt es gerade gehört, wir spielen heute hart auf hart. Letztes Mal gab es Geplänkel. Dieses Mal geht's zur Sache. Und auch diesen Part nochmal ein bisschen. Corrin, Bayonetta und Cloud, die neuesten Charaktere. Wobei, wir können eigentlich so einen DLC-Part machen. Dass wir einfach sagen, dass wir nur DLC-Charaktere spielen. Im nächsten Part, habe ich gehört, wird der Game Elephant doch mal ein bisschen sich bequemen und mal ein bisschen dabei sein. Da freue ich mich schon drauf. Da spielen wir nochmal Multiplayer. Okay, gut, dann fangen wir wahrscheinlich an mit... Genau! Dieser Auswahl, die jetzt gemacht wurde, wegen dem Zeitlimit, was abgelaufen ist. Aber macht nichts. Ist auch mal schön. Okay. Na gut. Los geht's. Die Stage habe ich ja noch nie gesehen. Was ist denn das? Ich muss sagen, Duck Hunt Duo ist jetzt auch nicht mein Spezialgebiet. Aber die Attacken sind sehr nervig. Das weiß ich, aber richtig gespielt habe ich Duck Hunt Duo eigentlich noch nicht. Gerade weil ich anderen Spielern auch diese Nervigkeit ersparen will. Aber warum nicht? Kann man ja mal machen. Das Gute ist an diesem Online-Modus... Okay, wir sind jetzt in Hard of Hard, aber das Gute ist halt, dass du da wirklich sehr viel dran lernen kannst, wenn du es einfach machst. Ja, also vielleicht mehr noch als sogar im lokalen Multiplayer, weil es im Online-Multiplayer auch sehr viele... sehr viele gibt, die Charaktere einfach ausprobieren. Eigentlich gar nicht so nett gewesen, weil der eine hat den Dings. Was geht hier ab, bitte? Den Dings den Kill geklaut. Alter. Chill mal. Ich weiß überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll gerade. Smash-Attacken sind gut, ne? Boah. Will gar nicht fliegen. Oh, das ist böse. Das endet kläglich, diesen Part. Ich habe zwischen letztem und diesem Part habe ich einmal noch gekämpft. Und ich bin da ja so abgegangen mit Link. Also, die konnten da nichts machen. Das war auf der Ridley-Stage. Ich habe mir Ridley einfach von Anfang an schon gekalt gehabt. Und der eine hat es nicht hingekriegt, sich den Ridley wieder zurückzuholen. Und dann habe ich einfach, ich glaube, 6 Kills oder so gemacht. Bei 2 Leuten. Wow. Ja, lohnt sich nicht mehr. Deswegen, die Runde war schon witzig. Die hätte ich vielleicht drin lassen sollen. Aber, tja. So ist das nun mal. Wenn man aufnimmt, kommt es halt drauf an. Entweder man ist scheiße oder man ist relativ gut oder man ist der Überpro. Aber ihr wisst ja, dass ich nicht so der besonders tolle, super Smash Bros. Spieler bin. Deswegen ist ja nichts Neues. Aber ein paar Kämpfe gehen immer. Nein, ich habe auch nicht Zufall. Eigentlich wollte ich Roy auswählen. Deswegen mache ich das jetzt auch. Sind alle geil, die Kostüme. Ich nehme mal das. Schwertkämpfer, mit dem sollte ich eigentlich ganz gut klarkommen. Werde ich auch, ich verspreche es. Aber auch mit ihm schon ewig nicht mehr gekämpft. Die Attacke ist stark. Ist auch stark. Ja, also... Das Gute bei diesem Smash Bros. Spiel ist wirklich, dass es keine Charaktere gibt, die zu überpowered sind. Also es gibt den einen oder anderen, wo man sagen, ja, Pummeluff, ist das jetzt nicht vielleicht ein bisschen... Oder halt Bayonetta. Aber es gibt immer noch Leute, die das auch einfach nicht kaufen. Also die einfach nicht... Es gibt ein zusammengesetztes Set mit allen Kämpfern. Es kostet aber 20 Euro und das Spiel kostet ja schon 60 Euro und dafür ist es halt schon, ist es was man sich zweimal überlegen muss. Wie
seht ihr das? Oh, oh, oh. Also, ein Corrin ist dabei. Ah, da haben wir einen Konter. Konter gegen Konter, das wirkt auf jeden Fall nicht. Ja, da hat er irgendwas gehabt, der Gegner, aber hat es verkackt. Oh, oh, oh. Ah! Oh, holy shit! Alter, mega überpowered. Ja, jetzt habe ich aber auch mal was Überpowertes gemacht. Von daher. Also, der Schulk muss schleunigst weg. Und zwar mit dem Obersmash wollte ich das eigentlich machen. Obersmash. Also, das Smash oben. Aber. Dann halt nicht. Ja, aber der Schulk, der ist gut. Der Schulk ist halt gut. Schulks sind auch manchmal ein bisschen overpowered. Oder sie können es einfach. Also, was ich im Online-Modus so erlebe. Na, die Aktion war jetzt nicht ganz so schlau. Alter, komm, das war doch kein Kill. Ach. Ja, der Vorteil an Schulk ist halt so ein bisschen, er macht nicht wie Roy, schlägt nicht einmal zu, sondern, ja, weiterer Kill. Sondern bei dem Schulk kann man noch ein bisschen vorausrechnen, sag ich mal. Schulk, ach, hau ab. Ich pfeffer dir jetzt eine Smash-Attacke hin, die sich hier gewaschen hat. War das mein Kill? Nein, war es nicht. Naja. Eh wurscht. Ne? Corrin. Na gut. Zweiter Platz, immerhin. Ja, ganz knapp hat er gewonnen. Ganz knapp. Ganz knapp. So ein bisschen noch. Das mache ich den nächsten Kampf besser. So, ja. Ryu. Sag ich doch. Aber auch mit dem kann ich keine so übelst krassen Kombis. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also, ich bin ja ein Smasher ohne so richtigen, sagen wir mal. Ich will nicht sagen Stil, aber System. Aber ein bisschen kann ich schon. Gerade mit dem GameCube-Controller ist es wirklich sehr angenehm. Was ich ja auch am Anfang nicht dachte, dass ich mich damit zurechtfinden würde, aber es ist echt nice. War aber nicht da. Oh, oh, oh. Ja, das hätte auch ich sein können, der da getroffen wird. Eieieiei. Schöne Stage. Ah. Ah. Puh, also meine Gegner sind heute stark. So halb. Okay. Nee, komm. Nein, komm. Meine Güte. Mann, Mann, Mann. Lass mich doch eine Smash-Attacke mal machen. Was ist denn los da? Wenigstens einen Kill klauen oder ja, einen Kill machen oder so. Au, 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 au. Das. Ja, mit Ryu kann ich mich nie so anfreunden. Oh. Das war knapp. Also wenn ihr geile Videos mit
Wenn ihr geile Videos mit Ryu in der Hauptrolle sehen wollt, dann empfehle ich euch den Kanal von Mitaku. Da gibt es einige. Oder halt Together Parts mit mir und Mitaku. Da spielt er manchmal Ryu und ja. Er hat auf jeden Fall mehr drauf als ich, wie man hier ganz deutlich sehen kann. Ich habe keinen einzigen Kill gemacht. Kann das sein? Oh mein Gott, oh. Aber gut. Dafür kann es sein, dass jemand noch öfter gestorben ist. So, könnt ihr das mal kurz hier da lassen, damit ich mal kurz gucken kann oder so? Nein, gleich wegdrücken. Okay, mache ich ja auch, eigentlich auch immer. Hart auf Hart! Hart auf Hart! Lucas! Der nächste, bitte! Das ist Musik aus dem Tennis Endcard für Mario Kart 8. Online. Ach ja, der Lucas, der ist so ein bisschen wie der Ness, aber auch Ness spiele ich nicht, von daher. Erwartet nicht zu viel. Okay, wenn ihr viel erwarten würdet, hättet ihr dieses Video auch nicht eingeschaltet und würdet nicht bis hierhin schauen. Deswegen. Niveau seid ihr ja ein bisschen gewohnt. Ja, wollt ihr mich jetzt alle alleine lassen oder wie sieht's aus? Anscheinend will mich keiner. Nee. Einer, wenigstens einer. Das ist schön, das freut mich. In der Zeit kann man ja ein bisschen rumkämpfen. Lalala, unnötig irgendwelche unbesiegbaren Computer bekämpfen. Bis die Zeit um ist. Oh. Na, der Lukas, der ist zwar klein, aber der hat's drauf. Hat's drauf, wollte ich gerade sagen. Richtig. Nee, also ich glaube, der Upper Smash ist ein bisschen überpowered. Aber wenn ein Charakter, sagen wir mal, eine overpowerte Attacke hat, ist es auch okay. Aber dafür sind vielleicht die anderen Attacken ein bisschen schwächer. Kann ja sein. So, alle bereit? Dann kann es ja losgehen. Super. Hat sich das Warten doch gelohnt. Ach ja, liebe Leute. Zwei Angriffe erstmal ins Nichts. Ah, Little Mac, der ist natürlich. Oh, oh. Ach du heilige Kacke. Ich bin extra ausgewichen und dann setzt er seine Wahnsinns-Super-Attacke. Seine Wahnsinns-Super-Attacke natürlich auf beide Seiten ein. Ja, manchmal muss man einfach Risiken eingehen. Aber einen Konter muss man natürlich richtig erkennen. Ah, die will ich mal machen. Okay, das bringt gar nichts. Eieiei. Komm, mach doch mal jetzt. Der Little Mac, der muss auf jeden Fall raus. Ja, okay. Ja, sowas kann ich, sowas mache ich nicht. Also kann ich und mache ich nicht. Diese, an der Seite einfach diese Attacken, um die Leute rauszuhauen. Das ist einfach volles Risiko. In der Luft bleiben. Aber okay. Es gibt Leute, die machen das professionell, will ich nicht sagen, aber machen das ständig.
Was ist das für ein Chor? Hinten. Oh, Pech gehabt. Naja, auch Little Mac trifft mit dieser Attacke nicht immer. Und da hat er sich ins Ausgefegt und ich wurde ins Ausgefegt. Auch nicht so eine erfolgreiche Runde. Ja. Tja. Was ich mich eigentlich gerade frage, wenn es zweimal den dritten Platz gibt, wie werden dann die Typis geordnet? Also wie werden die dann quasi in diese Reihe geordnet? Ihr wisst, was ich meine. Der muss ja, einer muss ja trotzdem besser sein, weil der ja höher oder größer ist als der... Egal. Der nächste bitte. Mewtwo. Letztes Mal, als ich mit Mewtwo gekämpft habe, war das eigentlich ganz okay. Muss sich ein bisschen an gewöhnen, sag ich mal, an den Charakter, weil der schwebt über dem Boden. Was natürlich sehr majestätisch ist. Dieser Kampf zählt zur Eroberung, was auch immer das heißt. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Naja, Hauptsache Bestes geben. Oh, das Armschild ist kaputt. Nein, hau ab. Ah. Fuck, bin ich dumm. Ich dachte, das trifft. Mann. So einfach wird es einem dann doch nicht gemacht. Oh Gott. Ich spiele lieber mit Game Elephant und mit Taku zusammen. Die sind nicht so overpowered. Spaß. Das ist natürlich nicht der Grund, weswegen ich mit ihm zusammenspiele, damit ich gewinne. Ich gewinne ja auch nicht immer. Was geht denn mit denen, Alter? Was war das? Ai. Hau mal ab jetzt. Unglaublich. Stirb! Kann ich als Mewtwo noch irgendwas Cooles machen? Die Smash-Oben-Attacke, ja. Ja, nee, nicht die. Smash-Oben. Ah. Hi. Oh, nee, also, da. Nee. Da kann ich ja wohl irgendwie streiken. Gibst du nicht? Junge! Was ist da los? Was ist denn das? Alter! Krass. Okay, ein Kämpfchen noch. Vergebene Punkte plus 4. Super. Sehr gut, weiter so. Ach, den spiele ich ihn als letztes. Als letztes mache ich nochmal ein... Standardcharakter von mir. Machen wir das so. Bam! Mit Little Mac im Hyrule. Ich weiß nicht, wie die Stage heißt. Hyrule Field. Okay, Joke! Little Mac, zeig mal, was du drauf hast. Zeig mal, ob du es noch kannst. Bei Little Mac weiß ich wenigstens die Attacken. Das ist ja schon mal was. Mädels denken oft, wir machen das, weil wir uns immer so schön finden. Weil wir immer so...
Weil wir so eitel sind. Aber es ist ein ganz einfacher Grund. Wenn man lange Haare hat, sind wir einfach im Weg. Wir sehen einfach nichts. Also müssen wir die ja irgendwie wegmachen. Aber okay, es ist schon so, dass wir denken, es ist cooler, wenn ich so mache. Als wenn ich irgendwie so. Weil das wirkt dann wirklich eitel. Wenn ihr versteht, was ich meine. An jetzt die weibliche Community da draußen. So viel zum heutigen Thema. Wir kommen zurück zu Super Smash Bros. Ja, also so ein bisschen Real-Life-Stuff, da kann man ja schon mal drüber reden. Aber es ist halt einfach wirklich... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist halt... Auch wir Jungs sind nicht immer so... Ich meine, es gab ja mal dieses politische Thema von wegen... Scheiße, Mann! Von wegen, ob Mädels Hotpants anziehen dürfen in der Schule. Ja, ja, da können wir doch nichts drüber entscheiden. Also meine Meinung ist einfach, die sollen doch anziehen, was sie wollen. Egal, ob die jetzt damit, ob die jetzt irgendjemand anmachen wollen oder so. Ist doch gar nicht so. Also die Jungs denken nur, es ist so. Deswegen, ja, was soll ich dazu sagen? Es bringt jetzt nichts, das groß anzuschneiden, aber es ist halt einfach... Ich weiß nicht, das gehört halt zur menschlichen Freiheit dazu. Jeder macht das, wie er will. Jeder zieht sich an, wie er will, also... Und die Schule ist verpflichtend für jeden und dann kann man aber nicht sagen... Nein, verdammt. Dann kann man aber nicht sagen, ja, ihr dürft nur das oder das anziehen oder so. Also, das geht meiner Meinung nach nicht. Aber... Anderes Thema. Gut. Ja, ich bin ein bisschen unnötig abgekratzt, aber ich habe auch schon mit Mac ein paar Kills gemacht hier. So ist es nicht. Auch jetzt wieder ein Kill gemacht. Den einen habe ich versaubeutelt. Aber. Oh. Aber ich krieg nochmal eine Chance. So, der eine Roy hat nichts drauf, der kann nichts. Naja, gut. Überleben sichern. Ist besser. Vielleicht gibt's einen Sand. Ja! Ah! Fuck! Nein! Nein! Ich hasse. Nein! Nein! Ich hasse dich! Gegen Ende des Parts ist immer so ein. Nö. Aber man muss ehrlich sagen, greifen ist für einen Sudden Death eine ziemlich gute Lösung, weil. Es wirkt halt immer und es ist meistens stark genug. Aber auch da ist es natürlich kritisch, weil wie soll man das timen, wenn der eine Schutzschild hat oder nicht? Und ich meine, ein Smash-Angriff ist einfach schneller als, oder ein ganz normaler Angriff ist einfach schneller als dieses Greifen und das ist halt ein Risiko. Von daher, so richtig empfehlen ist natürlich schwierig. Man muss es halt dann einsetzen, wann es gebraucht wird und das Ganze besteht eigentlich nur aus Reaktionen bei den Sudden Death. Oder Glück. Also, richtiges Können ist es dann nicht. Gut, so. Das war's für heute. Bedanke mich sehr fürs Ansehen des Parts. Und ja, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schön kommentieren, abonnieren, extrovertieren. Ja. Entschuldigung, ich darf nicht immer diese Zitate bringen. Gut. Dann würde ich sagen, ist Zeit für die Endcard. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und Cut.